Epilog. Es gibt eine Welt hier. Ein ganzes Universum aus Wäldern und Seen und Bergen und Flüssen. Sie umgibt uns. Wenn man ganz genau hinhört, hört man sie flüstern. Weder Himmel noch Hölle. Da ist kein Gott oder Teufel. Nur ein Ort, an dem wir weiterhin existieren nach unserem Tod. Meine Seele erforscht ihn unentwegt und doch kenne ich erst einen Bruchteil davon. Ich kann überall und nirgends sein. Ich kann mich auflösen in nichts und plötzlich wieder ganz werden. Ich verbinde meine Seele mit anderen. Oder bin so allein, wie kein menschliches Wesen es je war. All das ist möglich. Allein durch die Kraft meines Willens. Ich schaue auch weiterhin in eure Welt. Ich wache über die, die ich liebe. Ich wünsche mir, dass sie von mir wissen, dass es mir gut geht. Sie wieder in den Armen zu halten, nur einmal noch. Ihnen zu sagen, wie sehr ich sie vermisse. Aber es muss reichen, dass ich in ihrer Nähe bin. Unsichtbar. Verborgen. Nicht mehr als ein Gedanke, der verblasst. Wie schön. Ich weiß, was mal war und was kommen wird. Ich kenne alle Möglichkeiten. Ich sehe die Dunkelheit kommen. Ich muss noch eine Weile hier sein. Ich erfülle meine Aufgabe, bevor ich gehen kann und sehe, wie es da ist. Im Jenseits. Manchmal starre ich stundenlang einfach ins Nichts. Sehe die Bilder, die vorbeiziehen. Sie kommen immer und immer wieder. Wie ein Fernseher, der andauernd läuft. Ich weiß nicht, warum ich sie sehe. Aber eins weiß ich genau. Es ist wirklich passiert. Wenn ich allein bin, höre ich auf die Stimme in meinem Kopf. Sie spricht zu mir. Sie sagt, ich muss so viele Dinge wissen. Manchmal schließe ich die Augen und es ist, als ob ich fliege. Ich gehe durch Wände hindurch. Ich sehe schöne Farben um Menschen herum und ich entdecke weit entfernte Länder, ohne je aus dem Zimmer zu gehen. Die Stimme sagt, ich darf nichts verraten. Aber ich habe Angst. Besonders nachts, so ganz allein mit den Schatten. Ich höre,
Sachen, die sich umherbewegen. Seltsame Töne, Flüstern in der Dunkelheit. Die Stimme sagt, es ist nichts und dass alles in Ordnung ist. Aber sie verrät nicht, was es wirklich ist. Und ich habe Angst zu fragen. Ich habe oft denselben Traum. Alles scheint mir so real. Geräusche, Gerüche, das Licht. Tief drin weiß ich, es ist nicht nur ein Traum. Es ist wie ein Echo. Ein Echo der Dinge, die kommen. Ich muss bereit sein. Ich weiß, die Zeit wird knapp. Nur eine Sache ist absolut sicher. Ich werde nie mehr allein sein. In Memoriam, Norman Corbeil. Next time, Ellen Page. I'll kill everyone. My God. William Dafoe. I lost you. There's no telling what we'll find out there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back. Saturday night, and I'm locked up in here! Can't do it, babe. She's more than amazing. She's magnificent. Ja, das war Beyond Two Souls. Was für eine Reise mit vielen Ups und Downs, mit vielen Emotionen, mit vielen schönen Erlebnissen, aber auch schlimmen und schrecklichen Tragödien und guten wie auch schlechten Entscheidungen. So muss das Leben wohl sein. Manchmal trifft man die richtige Entscheidung, manchmal aber auch nicht. Und dazu trägt dann wahrscheinlich wohl, wie bei fast jedem Menschen, die zweite Seele bei. Zum einen kann es der innere Schweinehund sein, den man besiegen will. Oder auch einfach ein Bauchgefühl oder ein Kopfgefühl oder ein Gefühl aus dem Herzen, das für einen eine Entscheidung trifft, die man vielleicht eigentlich gerne anders treffen wollte. Oder auch nicht. Ich glaube, jeder Mensch trägt so eine zweite Seele in sich und kann da aus Erfahrung sprechen.
Es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Wie immer. Epilog, Entscheidung. Sie und Sophie Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Durch die Infrawelt gewandert. 17%. Gerade mal 17% haben diesen Weg und dieses Ende genommen. Wie unglaublich muss das sein? Im Ganzen gab es 5 Enden. Wir haben dieses Ende hier genommen mit 17%. Wäre jetzt bestimmt interessant zu wissen, wie die anderen Enden ausgegangen wären. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Somit vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Beyond Two Souls. Das war's dann wohl mit diesem Spiel. Das war dann wohl auch die letzte Folge vorerst von Beyond Two Souls. Vielen Dank, dass ihr mit mir diese Reise gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem neuen Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. Mm-hmm. I remember when we used to live.